Was geht, meine Freunde? Jetzt sind wir hier in Belgien bei der Location angekommen. So, dann lösen wir auf. Altes Krankenhaus ist das. Und ja, also es sieht auf jeden Fall schon ziemlich interessant aus. Ja, ich meine, gut, runtergerockter Eindruck auf jeden Fall. Aber egal, ich würde sagen, geh mal rein, wa? Schauen wir uns das Spaß an. Schauen wir das mal an. Haut rein, Leute. Ja. Ja, Leute, gucken wir uns erstmal hier von außen ein bisschen um. Was sagst du? Ich sag, wir gucken uns jetzt erstmal von außen hier ein bisschen um. Ach so, ich. Wir hatten ja gerade schon einen Türsteher in Form von einer Fellnase stehen. Aber die ist gerade hier. Wo ist sie reingerutscht? Ist sie da? Die ist da bestimmt rein, ne? Ja, später. Ich würde sagen, fangen wir mit dem Hauptgebäude an, wa? Okay. Ja. So. Erstmal gucken, wie der Zustand hier ist. Also, wo ich mich jetzt schon drauf freue, ist der Keller. Oh, noch eine Katze. Ja, krass, Junge. Okay. 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 Ja. Wollt ihr die Schlauchwerk oder eine? Was sagst du? Aha. Was ist denn das für ein Arm? Keine Ahnung, was das für Haken sind. So, ich musste gerade noch mal ein paar Einstellungen machen hier. Ich bin ja heute mal mit einer Actioncam unterwegs. Die habe ich mir neu zugelegt, einfach bequemer. Und er musste den Bildschirm schon noch mal rausholen, sonst sehe ich da gar nicht, was ich hier filme. Ja. Das ist echt auch schon ziemlich runtergerockt hier. Geil, Alter. Das sieht richtig geil aus. Ja, vor allem, was war das denn? Ihr habt das hier unten dann... Ich denke mal, da vorne Zimmer, weil hier sind auch Kamine gewesen. Ja, Tatsache, ne? Damit du dich nicht tot wirst. Ja, auch diese großen Fenster, total geil. Tatsächlich, ja. Boah, was ist denn das? Zieh dir das mal rein, Eric. Guck dir mal die Tür hier an. Ey Leute, ich weiß nicht, was das war. So eine richtig dicke Bunkertür. Guckt euch den Drescher mal an. Was? Hä? Was war denn? Vielleicht war das eine Bank. Und ein Krankenhaus. Oder das war für die Psychiatrie. Das war ein Krankenhaus. Guck mal, hier ist noch so eine. Also Leute. Wie gesagt, nee, aber guckt euch mal diese Türen an. Boah. Krass, Junge. Wen haben sie denn hier eingesperrt? Ja, und hier ist ja auch nichts. Hä? Aber guck mal, hier ist auch so ein... Nee, das ist irgendwie abgerissen. Ja. Interessant. Also wenn man im Krankenhaus so Türen braucht. Vielleicht waren hier ganzen Medikamente. Man weiß es nicht. Vor allem wenn die Glasscheibe. Ja. Ja, krass. Also jetzt mal ernsthaft, ne? Also, wie dick ist das Ding, ey? 20 cm locker. Also, da kommst du jetzt nicht so einfach durch. Nee. Ja gut, wir gucken uns hier mal noch ein bisschen um. Sobald was Interessantes uns auffällt, schalten wir wieder ein.
Die sind so krass hoch und überall schon die Farbe runter. Also ist schon nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, geht immer weiter. Also geht es echt schon auf den ersten paar Metern. Ich sag, auf den ersten paar Metern wirkt das ja alles schon total interessant. Eigentlich schon dieser übelst lange Gang hier. Ja, schade, dass hier halt leider gar nichts mehr drin ist. Ja. Dass man so ein bisschen abschätzen konnte. Ja. Aber dann kommst du auch nicht so leicht rein. Ja, das ist das. Ja, ich will mal schauen, was da hinten gleich ist, ne? Da wo alles mit Holz verkleidet ist. Das werden wir also, noch wenn ihr da hinten durchschaut, ne, da ist alles mit Holz verkleidet. Werden wir gleich sehen, was das ist. Aber man kann es wirklich noch nicht so. Ah, krass. Ne? Denke ich auch. Also, weil das macht sonst keinen Sinn. Das sind kleine Räume. Die sind auch alle gleich. Ziemlich gleich, ja. Aber ich finde es schön, dass sie hier alle so mit anderen Farben. Die sind miteinander verbunden halt, weißt du, dass ja. Die Träger so durch können. Ja. Kein Fehler, das ist auch nicht schlecht im Park. Da sind ja auch noch einige Nebengebäude. Aber da werden wir dann gleich natürlich auch reingehen. Die Toilette. Ah, auch schon zerstört. Etage. Ja, irgendwie ähnelt sich der Aufbau komplett. Du hast hier auf der linken oder rechten Seite hast du wieder diese großen Räume. Was auch immer das war. Vielleicht waren das hier Gruppen. Also Gruppenräume, ne? Genau, und dann und hast das du. Das waren die Einzelzimmer. Genau. Deswegen ist da auch ein Kasten und dann nicht. Ja, richtig. Hier so vielleicht für ein, zwei Mann. Also, du hast hier immer diese Zimmer. Oder das war Aufenthaltsraum oder Essraum. Das kann auch sein. Wir haben ja noch zwei andere Gebäude. Also ein großes. Das haben wir ja hier hinten. Gucken wir uns das direkt mal an. Und auf der linken Seite hatte ich gesehen, da war auch noch. Ja. Also wie gesagt. Also wir haben da hinten noch die Gebäude. Hier dieses Gebäude. Und mal gespannt. Ich bin wirklich mal gespannt. Aber ich finde, das hat schon richtig was, ne? Wenn ja, so mit der Farbe, wie die runterkommt. Ja, das ist auf jeden Fall ein tolles das Gebäude. Ist schon. Ich weiß, auf der Kamera kommt das wieder alles nicht so rüber. Aber auch wie das hier gelegen ist, ne? Du kannst hier schön. Hast eigentlich einen guten Ausblick. Ist schon cool. Man weiß ja nicht so genau, ne? Ist halt ein Scherz oder was? Aber ja.
Ja, stell mal vor, ey, ich warte noch, stell mal vor, du kommst echt auf ein Lost Place, Alter. Und dann hängt da einer, ne? Also ich denke mal, das sieht jetzt nicht unbedingt aus, aber ist schon ein bisschen makaberer Humor, würde ich sagen, ne? Ja, aber mal schauen, also wir werden noch nicht so ganz schlau aus dem Gebäude. Vielleicht lassen sie sich da nicht an den Lampen dran. Ja, ja. Haben. Das könnte vielleicht auch sein, ne? Ja, aber das Gebäude an sich, das ist schon, das hat was. Hier ist noch eine Tür. Oh, eine Tür haben sie noch da gelassen. Wahnsinn. Und da siehst du auch 117B. Ja. Und ein Raucherzimmer. Guck mal. Ja. Raucherzimmer. Ja, ja, ja. Also, nee, ist nicht Raucher. Nicht ist doch durchgestrichen. Das Rot ist nur weg. Ach so. Oh, also guckt Leute, da hinten haben wir auch noch ein Gebäude, also wir sind hier auf jeden Fall noch ein bisschen was beschäftigt. Da oben sitzen die Täubchen, die gucken jetzt auch, was hier abgeht, was die zwei Vögel hier, in diesem Falle wir als Vögel, was die hier so treiben. Und ja, was wir treiben, wir wissen es noch nicht, wir werden es sehen. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier auf dem Dachboden, beziehungsweise die letzte Etage. Und der Aufbau von den Zimmern ist wieder gleich. Und ja, also bis jetzt ist das hier auch nicht ganz so, dass man jetzt sehr viel zu sehen hätte, bis auf das tolle Gebäude halt eigentlich. Und hier halt diese ganzen Balken und sowas, sieht schon geil aus. Ihr seht vom Prinzip her, ist das ja alles dasselbe. Ja. Also da tut sich wirklich nicht viel. Der hier. Was denn? Feueralarm oder so. Ja, aber weißt du, das Ding geht hier ja durch so ein Kabel, ne? Hier dran. Ich frage mich gerade, war das der Selbstmordbutton? Ja, guck mal, hier oben hast du dann auch, guck mal, nee, ach, hier wird dann das Gas dann rausgeleitet, was da immer da drin war. Ja. Ja. Ja, aber Leute, wenn ihr es wisst, was genau das hier für eine Anlage ist, dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben, wie gesagt. Ja. Also du hast hier, hast du diesen Auslöser, der dann hier zu dieser Anlage geht. Was ist denn das für ein Gas gewesen? Ja. Nee, kenne ich nicht. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr es wisst, packt das ruhig mal gerne in die Kommentare rein. Dann hast du halt hier oben, ne, diese Köpfe, die das dann, denke ich mal, versprüht haben. Ah ja. So merkwürdig. Das ist richtig. Genau, so welche aufmachen, bestimmte Heizung. Ja, ja, hier oben, ne, diese. Aber das macht keinen Sinn, die hatten ja oben. Also hier. Vielleicht warm Wasser. Das ist eine gute Frage. Also ich werde immer noch nicht schlau aus dem Gebäude. Ich auch nicht. So, wir sind jetzt auf dem Weg ins zweite Gebäude. Und ja, so wie gesagt, es sollte eigentlich ein Krankenhaus sein. Aber uns kommt das auf jeden Fall nicht so vor, was wir uns vorstellen könnten, dass das so eine Reha war oder vielleicht doch ein Altenheim, weil, wie gesagt, jetzt hier im nächsten Gebäude, da ist ein Raum, da konnten wir schon durchblitzen sehen, dass alles mit Holz verkleidet ist. Also wie so eine alte Turnhalle oder sowas. Aber wir gucken einfach mal. So. Also ja. Ich meine, das könnte ein Hustenabbrigar. Das könnte natürlich sein, ne? Ich meine, das würde in einem Krankenhaus schon Sinn machen, aber wie gesagt, diese Aufbauten und so. Das
steht halt auch so wie so Operationsbereich oder ja. Ja, keine Ahnung. Ja, das fehlt halt komplett, ne? Vielleicht war es auch nur eine Pflegeeinrichtung, eine ja. Intensivstation. Das kann natürlich sein. Naja, wir können ja nur schlauer werden. So, gucken jetzt mal im zweiten Gebäude. Da reinkommen nur. Hier sieht das schon eher mit dem Fliesenspiegel einer Krankenhauseinrichtung aus. Da sehe ich auch schon ein Brett mit einigen Zetteln. Ich denke mal, da werden wir ein bisschen schlauer. Wer weiß vielleicht, was das da vorne war. Unter Keller. Ja. Ja, guck mal, das sieht aus wie Küchenbereich oder so, ne? Aber das sieht schon eher aus wie so ein Operationsding. Ah, okay, hier geht's rein. Verbot. Guck mal, hier ist eine Bar, oder was ist das? Ja, hier verboten zu rauchen. Ja, das ist eine Bar, ne? Ich werde hier nicht schlau, Leute. Ja, natürlich wieder coole Fotomotive hier. Das hier ist halt dieser Raum, wo ich meinte, mit dem Holz. Was war das? Hier ist auch wieder so eine Theke, wie so ein Veranstaltungsraum. Also ich werde mich da auf jeden Fall noch mal ein bisschen schlauer machen, was das jetzt hier wirklich war. Weil so Krankenhaus kann ich mir echt nicht vorstellen. Ja, das ist safe, das holt die Natur sich schon zurück hier. Ich meine, wichtig ist auch hier überall Glasscherben, da haben die schon unvorbereitet hingegen. Ja, das ist immer wichtig, was der Erik gerade schon sagt. Ne? Also das sind so Orte, erstens mal nicht alleine, immer auf gucken, wo trittst du hin, was liegt da. Ja. Ja, und wie gesagt, wir dachten ja eben, das hat schon was vom Krankenhaus, aber das ist dann halt mehr so der Küchenbereich. Das kann sein, ne? Dass hier so. Ja. Vielleicht war das hier auch alles Küche, Kantine. Ja, das kann sein. Dass da hinten die Kantine war. Ich glaube es auch. Und dass die da hinten in dem einen Raum dann halt Feste vielleicht gefeiert haben oder so. Also ich gehe jetzt echt mal von ja, mehr so. Mensa-mäßig, weißt du, ja. Dass du da mittags essen konntest und. Wenn Tanzveranstaltung war, dann wurde da unten nicht abgedanzt. Ja. Also gehen wir echt einfach mal von so einer Seniorenresidenz oder Pflegeeinrichtung aus. Hier ist Eichenlager. Ja. Hier ist Pfandflaschenlager. Tschüss. Ja komm, packen wir ein. Dann ja. Die Spritkosten raus. Ist ja kein Pfand drauf. Scheiße.
Gebäude gefunden. Also wir haben gerade was entdeckt, das zeige ich euch jetzt gleich, wenn wir hier wieder raus sind. Jetzt sind wir total verwirrt, also jetzt haben wir echt keine Ahnung mehr, was das sein sollte. Wenn ihr das gleich seht, ihr werdet euch genau dasselbe denken. Also, ja, hier ist auch, ja, wie ihr seht. Alles gleich. Aber riecht man, hier riecht es sehr. Also, sehr komisch. Also das ist auch alles entkernt. Aber wie gesagt, wenn ihr gleich seht, was wir da gefunden haben. Ich denke mal, dann fängt euer Kopf auch an zu rattern und ihr denkt, was war das? Also wir denken immer noch, was war das? Keine Ahnung. Und das hat alles auf den Kopf gestellt. So. Echt neu noch dran gebaut. Ihr seht auch hier, guck mal hier, da ist ja alles noch eingepackt. Und ja, das glaube ich von der Baufirma, die hier. Ja, also entweder wird hier was gemacht oder sollte was gemacht werden und dann hat das Geld doch nicht gereicht. Ich glaube, wir können auch wieder raus, dann müssen wir nicht mehr. Ja, ja, das ist Sache. So. Ja, hier wurde auch schon ein Teil abgerissen, ne? So wie das hier aussieht. Ja, aber wie gesagt, jetzt gehen wir mal dahin, wo ich gerade von erzählt habe. Also wie gesagt, ja, also wir sind ausgegangen vom Krankenhaus. Nach Anschauung haben wir dann gedacht, gut, Seniorenheim oder Reha. Und dann haben wir das gesehen. Ein Computer. So. Und dann denkt man sich, wenn man das sieht, was ist jetzt gebacken? Wir haben hier richtige Zellen. Guckt euch das mal an. Da noch die Pritsche. So, und jetzt seid ihr dran. Was war das? Guck mal hier so. Und hier, hätten Leute haben hier auch Sachen eingeritzt. Weiß man aber auch nicht von wann. Nee. Aber wir haben hier mehrere von diesen Zellen halt, ne? Also die sind halt auch durchnummeriert. Ja. Vielleicht war es auch eine Psychiatrie. Das könnte natürlich auch sein, dass hier die Menschen dann ruhig gestellt werden sollten. Ne? Das kann natürlich auch sein. Bis 12, ja. Und hier ist dann so ein kleines Klo. Oh Gott. Oh Mann, Leute. Ah, ja. Okay. Ja, das haben wir jetzt dann echt doch ein bisschen, haben wir uns gefragt, was ist denn hier los? Aber naja, gut. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video und bei der nächsten Tour seid ihr wie immer mit dabei. Wie gesagt, die ganzen Bilder zu dem Lost Place hier wieder auf meiner Facebook-Seite Urbex Inc. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Haut rein.